So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Stappenbach. Ja, wir befinden uns hier immer noch auf der BGA. Ich habe, wie gesagt, noch ein bisschen die BGA befüllt, wie am Ende des letzten Vlogs. Ja, ihr seht, unsere Bunker sind komplett leer. Wir haben nichts mehr auf Reserve. Selbst die Ballen sind weg. Das heißt, das, was jetzt noch verarbeitet ist, muss jetzt noch eine Weile halten und hoffentlich kriegen wir irgendwo Material noch zusätzlich her, dass wir weiterhin die BGA füttern können, weil aktuell haben wir einfach gar nichts mehr da, was wir irgendwo verwenden können. Gut, wir könnten Mist noch ein bisschen mit reinschaufeln. Die Gülle ist nämlich auch leer, haben wir auch nichts mehr. Und sie ist noch nicht so weit gelaufen, dass wir sagen können, wir können Gärreste abpumpen. Das ist auch noch so ein Ding. Haben wir leider noch nicht genug. Aber gut, wir müssen jetzt das erst noch den Mist aufs Feld bringen. Das ist ja noch unsere letzte Arbeit gewesen. Und da würde ich sagen, das machen wir auch gleich noch. So, da la. Wie immer bekommt ihr das Dröhnlein. Wir klappen das Ding mal ein bisschen aus. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Ach, da war ich. Okay. Doch, man sieht sogar relativ gut, muss ich sogar sagen. Wundert mich. Dann schmeißen wir den Streuer mal an. Und legen los. Bin sehr gespannt, ob das Ganze reichen wird für die Wiesen, weil mehr können wir nicht auftragen, als wir haben. Aber gut, damit müssen wir jetzt einfach klarkommen. Es hilft nichts. Wir könnten zwar Mist zukaufen, aber da weiß man halt auch nie, wie die Tiere gehalten sind, was sie zu fressen bekommen haben und und. Deswegen möchte ich da schon eher auf unsere eigenen Produkte zurückgreifen. Aber gut, wir werden sehen. Aber so wie es auch schon ist, er ziemlich ergiebig. Und das ist ja schon mal vorteilhaft. Wenn wir dann noch was übrig haben, werden wir außen nochmal, wo wir Gülle eingebracht haben, auch nochmal ein bisschen Mist aufstreuen. Aber nur wenn es reicht. Und ich habe ja in der letzten Folge euch eine Frage gestellt, ob wir hier einen Storycard machen sollen und woanders anfangen. Ich muss sagen, die Meinungen gehen ganz schön auseinander. Also in den Kommentaren wurde ich zweimal, glaube ich, bis jetzt darauf hingewiesen, ein Storycard wäre ganz cool. Und auch mit Map-Vorschlägen. Über Discord haben mich ein paar angeschrieben und gesagt, na komm. Ist doch ein cooles Projekt, du hast schon so viel gemacht. Mach doch hier weiter. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen gespalten, was ich machen soll. Jetzt gibt es auf jeden Fall ein paar Fakten, die ich berücksichtigen muss in meinem weiteren Vorgehen. Das erste wäre, wir haben jetzt theoretisch noch nach dieser Folge, glaube ich, noch 5 oder 6 Folgen. Nagel mich nicht drauf fest. Jeden Sonntag eine Folge bis zum 22. 22. Denn ich habe vor, am 22. auf jeden Fall, 22.11., direkt den 19er zu cutten und im 22er weiterzumachen. So ist eigentlich mein Plan. Weil ich finde es, ehrlich gesagt, ein bisschen doof, wenn der neue Teil rauskommt und noch ein Projekt auf dem 19er läuft, weil ich sag mal so, ich möchte im 22er, habe ich schon ein paar Mal angekündigt, richtig durchstarten. Auch was ein bisschen Mod-Vorstellungen und sowas angeht und Map-Vorstellungen. Möchte das alles ein bisschen anders aufziehen wie beim 19er. Weil ihr, die meisten, wo bei mir auf dem Kanal sind, wissen ja, dass eigentlich mein Hauptbestandteil der LS19 war. Also allgemein der Landwirtschaftssimulator. Und das möchte ich eigentlich auch gerne wieder so hinkriegen. Das heißt natürlich auch für die anderen. Es ist jetzt nicht so, dass dann keine anderen Spiele mehr kommen.
Aber es wird wieder deutlich mehr Content kommen vom Landwirtschaftssimulator. Und halt bloß noch als Nischenprojekte die anderen Dinger. Dass man sagt, von mir aus so ein weiteres Projekt läuft pro Woche. Gut, Update-Videos können wir natürlich trotzdem zwischendurch raushauen. So ist es nicht. Aber wie halt die Zeit ist. Aber hauptsächlich wird es echt LS22 werden und ein weiteres Projekt. So ist jetzt momentan mein Plan. Und deswegen bin ich mir überlegen, wegen 6 Folgen einen Story-Cut zu machen. Da kriegen wir ja eigentlich alle nicht wirklich was hin. Aber wir fangen ja dann quasi wieder bei einem gewissen Punkt an und müssen einfach weitermachen. Hier haben wir schon einiges investiert. Das ist auch auf Bezug auf einen Discord-Kommentar, der hat mich da drauf gebracht, weil so weit habe ich ehrlich gesagt selber nicht gedacht, dass sich das ja eigentlich nicht lohnen würde. Das ist natürlich immer so ein Punkt. Recht hat er auf jeden Fall, weil wir halt wirklich nicht weit kommen werden, wenn ich am 22. den Cut mache. Deswegen würde ich jetzt mir nochmal eine Woche Zeit nehmen und nochmal auf eure Kommentare warten, was ihr meint. Sollen wir trotzdem, auch wenn es nur noch 5 Folgen sind, beziehungsweise eine Folge brauche ich dann hier nochmal für einen Storycut eventuell, dass wir wegen 4 Folgen auf eine neue Map gehen? Oder sollen wir das Ganze hier beenden? Auf dieser Karte. Und dann direkt in den 22er springen. Das ist jetzt die aktuelle Frage an euch. Ich sag mal so, ich habe mit beidem Spaß. Auch mit dem Spielstand hier, klar ist. Der hat so ein bisschen seine Macken. Aber es ist spielbar. Es ist jetzt nicht so, als würde es nicht gehen. Deswegen, ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn wir es bis zum 22. hier weitermachen. Aber ich möchte jetzt auch ein bisschen auf euch hören, was ihr lieber machen wollt. So, dann machen wir den jetzt mal aus, klappen ihn gleich mal zu und holen uns eine neue Fuhre. Also Mist ist auf jeden Fall sehr ergiebig, muss ich sagen. Sollte ich vielleicht doch eher auf Mist gehen als auf Gülle. Aber da bin ich jetzt gespannt. Ich sag mal so, mir macht es immer Spaß, einen Neuanfang auf einer neuen Karte. Aber es muss sich halt bewusst sein, dass man halt dann wirklich maximal 4 Folgen auf der neuen Karte hat. Und ob die halt dann wirklich so interessant zustande kommen, wie sich der ein oder andere wünscht, ist wieder das andere. Deswegen nochmal die Frage eben an euch. So, den machen wir diesmal aus. Und wir laden mit dem Radlader. Habe ich jetzt wieder blöd geparkt, oder? Ja klar, habe ich blöd geparkt, weil ich da nicht hinkomme zum Laden. Eieieiei. Wie der letzte Mensch hier. So, weißt du was? Dann fahren wir jetzt einfach ein Stückchen zurück. Und fahren hier einfach mal so rein. Dann müsste ich doch eigentlich gut hinkommen. Hoffe ich. Aber das werden wir gleich sehen. Die Karte kann jetzt da mal weg. Die brauchen wir nicht. Bin auch sehr gespannt, wie viel Geld hier rumkommt bei der BGA. So, jetzt habe ich natürlich wieder nichts hergerichtet hier. Komm mal hier, mein lieber Joystick. Dass wir hier arbeiten können. Vernünftig. So sieht es gut aus. Und vor allem muss ich ja auch noch schauen, dass ich dieses Jahr noch das neue Equipment zusammenkrieg. Ich glaube, zum Start vom 22er werde ich es noch nicht ganz hinkriegen, dass ich hier Lenkrad und alles habe. Aber bis zum Ende des Jahres ist es eigentlich Minimum das Lenkrad noch in Planung. Dass es hier auch alles ein bisschen flüssigere Bewegungen sind. Und man sieht ja, mit der Tastatur ist es doch ein bisschen abgehakt, das Ganze. Oh. Also ich glaube, nach der Saison können wir den Streuer hier echt zum Schweißen bringen. So oft wie ich hier dagegen semmel. Aber er ist halt auch abartig schmal. Das muss man jetzt auch zugeben.
So, ein bisschen anheben. Aber eins kann ich schon mal sagen. Ich habe ja gesagt, das Sägewerk. Ich bin mir überlegen, ob ich es verkaufen soll. Da sind wir auch echt zum Entschluss gekommen. Es wird verkauft, aber nicht an irgendeinen Fremden. Es wird verkauft an einen meiner Arbeitskollegen. Beziehungsweise einen aktuellen Mitarbeiter. Der hat sich da richtig rausgemausert. Der hat das Ding ja, wie schon erwähnt, die ganze Zeit eigentlich geleitet, währenddessen ich hier bin. Und mich um meinen Betrieb hier kümmere. Und der hatte richtig Bock drauf. Und jetzt sind wir halt momentan ein bisschen am Verhandeln, wie man das Ganze gestalten, weil ob er die Maschinen alle mitnimmt oder nicht, weil ich brauche hier auf jeden Fall am BGA, wenn es so weiterläuft, auch einen Radlader, unbedingt. Und da müssen wir halt uns irgendwie einig werden. Und es laufen ja noch ein bisschen Finanzierungen, die nicht nur hier auf dem Hof laufen, sondern auch auf Sägewerk. Mit den ganzen Umbauten. Da müssen wir uns halt auch noch einig werden, wie wir das Ganze stemmen. Und es kommt dann erstmal ein Gutachter, der halt mal guckt, was das Ganze wert ist da unten. Dass wir hier einen ungefähren Kaufpreis hinkriegen. Der Rest klärt man halt danach. Aber ich möchte mich ja, wie gesagt, schon voll auf die Landwirtschaft konzentrieren. Und da steht mir halt mein Forstbetrieb momentan im Weg. Klar, es ist ein ziemlich vager Sprung, muss ich sagen. Vor allem nach der letzten Saison haben wir ja gesehen, werden wir nur auf der Landwirtschaft oder nur auf die Landwirtschaft angewiesen, wäre es letztes Jahr ziemlich knapp geworden. Aber gut, das Risiko möchte ich jetzt einfach eingehen. Denn ich habe hier die BGA, die sollte laufen. Und ans Sägewerk können wir natürlich auch einiges verkaufen, so ist es jetzt nicht. Denn da ist ja das Heizkraftwerk, da können wir weiterhin unser Stroh hinbringen. Also, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ja doch, müsste gehen. Muss auf den Pfosten aufpassen. Und dann kommen wir hier schon raus. Es ist ja nicht so, dass dann die Geschäftsbeziehungen beendet sind. Wir können auch trotzdem, wie es bis jetzt gesprochen wird, auch noch mithelfen. Wenn wir Zeit haben. Aber es ist halt dann nicht mehr unser. Und das ist halt auch was, was man verdauen muss, dass man auf einmal nicht mehr dann der Chef ist. Aber es muss halt weitergehen und ich kann nicht beide Betriebe gleichzeitig steuern, das geht nicht. Da bleibt immer was auf der Strecke und das möchte ich ja eben vermeiden. So. Machen wir hier weiter. Da haben wir heute doch noch einiges geschafft. Dann können wir uns ab dem Morgen, wenn es temperaturmäßig passt, um die Ansaat kümmern, dann läuft die ganze Sache. Das freut mich auf jeden Fall. Wir sind schon mal besser im Rennen wie im letzten Jahr. So, das reicht erstmal. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Übersicht. Beziehungsweise wir könnten außenrum noch fahren, dass der Streuer noch leer wird. Aber wir müssen jetzt mal kurz gucken, ob bei uns alle Felder eigentlich jetzt gedüngt sind. Doch, sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, doch. Müsste passen. Klar, hätte ich jetzt noch ein paar Ehrreste oder was, hätte ich die noch hier auf die Wiesen bringen. Aber im Endeffekt sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus. Gut, wir könnten hier schauen, ob wir den Acker noch mal ein bisschen was drauf tun, bevor wir da ansehen. Schadet wahrscheinlich auch nicht. Werden wir auch tun. Das ist ein bisschen schattig, dann machen wir hier Licht nochmal an. So.
Weil die Kartoffeln, die sollten dieses Jahr echt was abwerfen. Das wäre sehr schön. Weil die sind letztes Jahr richtig in die Hose gegangen hier. Aufpassen, dass man nicht so viel in den Fluss kriegen, am besten gar nichts. So. So, Dollar, eine Fahrt noch. Dann haben wir das hier noch mal durch. Und den restlichen Mist bringen wir noch hier auf den Acker. Dann haben wir, glaube ich, alles ziemlich gut vorbereitet, dass wir wirklich schön drauf ansehen können. Gut, ihr seht schon, es ist gerade alles ein bisschen auch Theorie, ein bisschen Vorplanung. Wie geht's weiter? Was tun wir? Aber ich glaube, wir kommen schon in die richtige Richtung. Ja, der Acker ist schon ein bisschen buckelig, wie man sieht. Da schwingt alles hin und her. Wir müssen es auf jeden Fall am nächsten Tag einarbeiten, das ganze Zeug hier. Sonst könnte es sein, dass wir ein bisschen Problem kriegen, weil wir ja vorher Gülle aufgetragen haben. Muss das, denke ich, schon ziemlich schnell noch eingearbeitet werden. So, die letzte Bahn hier noch. Das kleine Eckchen da, das lassen wir halt einfach aus. Das passt schon so. Und was wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, Ende der Saison, dass wir hier kalken. Die Saison geht's noch, aber wäre besser, wenn wir gekalkt hätten. Und jetzt hinterher zu kalken ist, glaube ich, nicht sehr sinnvoll. So, Dollar.
zumachen. Ja gut, wir haben jetzt natürlich noch ein bisschen Mist drin. Und der sollte eigentlich auch raus. Deswegen fahren wir jetzt noch mal einmal um die Wiese außenrum hier. Wo wir angefangen haben, bis der leer ist und dann ist gut. Der Rest wird dann noch in der BGA verfüttert. Dann haben wir zwar gar nichts mehr, aber es wird schon passen. Es kommt auf jeden Fall ein bisschen Geld rum, weil wir haben ja auch den Vertrag unterschrieben, dass wir so die Stromgewinnung und die Heizleistung garantieren müssen. Dass das ganze Ding läuft. Gut, wir haben jetzt ein bisschen Puffer, wenn das alles verarbeitet wurde. Es dauert ja auch ein bisschen, ein paar Tage, bis das alles durch ist. Aber wir sollten trotzdem schauen, dass wir bald einmal hier wieder neues Material rankriegen. Sonst müssen wir halt wirklich zukaufen. Hilft dann auch nichts. Und ich hoffe, dass jetzt hier bald die Bauarbeiten komplett fertig sind an dem Haus. Dass wir hier auch vollwertig einziehen können, dass der Container wieder wegkommt. Das wäre nämlich auch eine schöne Nummer. Und wie ich es mitgekriegt habe, ist der Verkauf jetzt vom Grundstück unten auch so gut wie durch, unser altes Grundstück. Da freue ich mich drauf, dass das endlich abgehakt ist. Weil dann können wir, wenn wir jetzt doch noch wollen, gleich unser Nachbargrundstück hier noch kaufen. Und dann wären wir da nicht mehr im Zugzwang, falls hier ein anderer Käufer antanzen würde. Warte mal, wir fahren gleich hier hoch. Und stellen den gleich wieder unten rein, unter den Unterstand. Beziehungsweise, wir könnten den erst sauber machen, aber da steht jetzt der Hänger davor, das ist wieder Schmarren. Dann stellen wir ihn jetzt erstmal da unten rein. So, schön durchjonglieren. Und so weit rüber wie möglich. Müsste hinhauen. Na gut, so weit rüber wie möglich. Er steht eher mittig jetzt, aber gut, was soll's. Ist halt so. Dann lassen wir den hier erstmal stehen. Lassen wir mal das Licht noch ein bisschen an, dann sehen wir ein bisschen mehr. Radlader, wo bist denn du? Ach, du stehst neben mir. Du stehst neben mir. Das Gute ist, da ist schon gerade noch die Schaufel voll. Da haben wir ein bisschen mitgedacht. Und dann fahren wir das auch gleich noch schnell hier in die BGA rein. So. Dann kann das auch noch verarbeitet werden. Und das war's erstmal. Da können wir jetzt immer so ein bisschen was dazu bringen. Ins Mischungsverhältnis. Nicht zu viel. Aber dann können wir das Ganze auch noch ein bisschen strecken. Weil hier dürften noch, was wird hier noch liegen? Ich schätze mal, so knappe 40.000 Liter werden hier wahrscheinlich noch liegen. Dann können wir jetzt das Licht hier auch ausmachen. Und dann gehen wir mal noch mal kurz rüber zum Hof. Denn mir ist noch was aufgefallen, das habe ich euch aber noch nicht gesagt. Wir haben ja hier unsere ganzen Ballen. Und ja, es ist, naja, wie soll ich es jetzt sagen? Die stehen halt im Freien. Gerade hier meine Strohballen, meine Heuballen. Bei den Silageballen ist es eigentlich relativ egal. Da habe ich mir nämlich schon überlegt, ob man so, so Wölbe, also wie heißt man? Rundbogenhallen heißen die Dinger, genau. Rundbogenhallen drüber stellen. Dass die Sachen geschützt sind. Ich habe mir da auch schon welche angeguckt. Müssen wir natürlich noch schauen,
wann die kommen oder wenn die lieferbar sind. Die müssen ja erstmal ausgemessen werden hier. Und dann können wir die hier eventuell drüber setzen, dass das Zeug hier wirklich geschützt steht. Müssen wir mal gucken, ob da eine längs ist oder ob man da zwei nebeneinander setzt. Hauptsache, ich kann mein Material hier, oder mein Futter besser gesagt, schön schützen. Der LKW steht immer noch hier. Ich dachte, den wollten sie abholen. Naja, was soll's. Naja, apropos abholen. Na gut, den haben sie wahrscheinlich noch zum Schutt, aber was macht denn der Bagger immer noch hier? Gibt doch nichts mehr zum Baggern. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Ach so, hier vorne. Da haben sie Erde hingeschüttet. Da ist auch Erde. Ah, da fehlen noch meine Büsche hier. Ah, deswegen wird wahrscheinlich der Bagger noch da sein. Okay, verstehe. Aber sonst sieht es hier eigentlich relativ fertig aus, muss ich sagen. Hier haben sie auch nichts mehr geändert, oder? Nö, hier ist auch noch. Aha, da ist das Rohr dran. Haben sie das alles angeschlossen jetzt? Jo! Gut, das Gebläse des Zeug läuft auch. Das ist geil. Da freue ich mich richtig. Müssen wir mal kurz in die Werkstatt reingucken. Hallo? Ob ich jetzt hier drin endlich Strom habe? Strom? Sieht noch nicht so aus, als hätte ich hier drin Strom. Da haben sie doch wohl da auch noch ein bisschen was zu klären. Oder? Ja. Da ist noch nicht ein Saft drauf. Wie schaut es hier in der Nachbar? Abteilung aus. Haben wir hier endlich Strom drauf? Oder wo ist denn der jetzt schon wieder? Da haben sie mein Kabel noch gar nicht hergelegt. Oder wie ist das jetzt? Wo haben die hier meinen Strom? Mein Schalter? Wo ist der? Leute. Ihr habt doch jetzt wohl nicht vergessen, dass ihr mir da einen Stromschalter reinmacht, oder? Einen Lichtschalter. Warte mal. Ihr habt mir nicht mal Lampen hier oben in der Decke geschraubt. Wieso sind hier keine Lampen? Ich brauche doch Licht hier drin. Sind die Banane oder was? Oh, da muss ich nochmal mit denen reden. Das war, glaube ich, das, was ich auf der Planung gesehen habe. Wo ich dachte, hä, da fehlt doch der ganze Strom. Ach nee, Leute, echt nicht. Ja. Okay. Was ist das hier für ein Konstrukt? Leute. Ich glaube, die Elektriker haben hier ein bisschen geschlafen. Kann das sein? Ich habe doch gesagt, ich möchte hier oben Minimum zwei Lampen in der Scheune haben. Was ist? Nichts. Die spinnen doch. Die spinnen doch wirklich. Ah, ja gut. Okay. Gibt doch Klärungsbedarf, wie ich sehe. Mal gucken, ob wir das überhaupt auf die Kette kriegen, dass man das hier nachträglich noch alles so zusammenfummelt, dass es ordentlich ausschaut. Aber gut, fürs Erste wäre es jetzt mal nicht so tragisch. Wichtig ist, dass ich hier im Haus Strom habe und in der Werkstatt hinten. Das ist mir erstmal wichtiger. So, hier drin ist aber noch alles in Ordnung, ne? Ja gut, da muss ich jetzt noch mal ran, da muss ich noch ein bisschen schleifen. Das können wir aber heute, kann ich heute noch nach der Aufnahme machen. Also für euch nach der Aufnahme. Jetzt müssen wir mal gucken, ob noch ein bisschen Öl da ist. Oder nicht. Ja, ich komme da hin. Muss ich nachher gucken. Die Maschinen stehen auch noch alle da, das passt. Gut, sonst sieht eigentlich alles gut aus. Da haben wir ja Strom. Das ist schon mal gut. Im Stall habe ich Strom. Ah, warte mal. Ach, stimmt. Die haben ja Öffnungszeiten. Ich kann das ja erst in der Früh wieder aktivieren hier, dass wir hier loslegen können. Dann kriegt ihr noch schnell Wasser ein bisschen. Komm. Futter habt ihr noch. Das ist gut.
Oh, stimmt, die Filter müssen wir hier noch noch tauschen. Oh, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Kartoffelkeller, bei dem läuft auch alles. Der ist voll im Betrieb. Das ist ja das Schöne. Unser Laden ist eigentlich auch betriebsbereit, bis auf das, dass wir, naja, hier noch sauber machen müssen. Aber sonst. Nehmen wir mal bitte rein. Unsere Regale sind wieder alle an Ort und Stelle. Meine Kisten sind da. Jo. Doch, das funktioniert. Haben wir hier hinten wenigstens Licht? Er leuchtet doch schon mal. Warum kriege ich hier kein Licht? Okay, dann haben sie die Leitung auch noch nicht angeklemmt. Also die mit der Elektrik hängen sie ganz schön hinterher, das muss ich schon sagen. Oder die haben mir hier wieder irgendwas anders eingebaut. Das kann natürlich auch sein, dass wir hier Bewegungsmelder oder sowas haben. Aber gut. Oh, sorry. Puh, den konnte ich nicht zurückhalten. Aber gut, dann weiß ich ja schon mal, wo wir da die weiteren Problemchen haben. Und jetzt werden wir hier erstmal gemütlich hier noch ein bisschen auf die Couch sitzen, ein bisschen hier TV gucken und eine Runde schlafen. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Ich bin gespannt auf eure Meinung bezüglich der letzten Folgen. Und ich wünsche euch jetzt einfach einen wunderschönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.